Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie die Welt aussieht, wenn ich meinen nächsten und damit heute auch schon zeitlich gesehen letzten Gast vorstelle. Ich freue mich, dass er hier ist, weil er wirft für mich noch ein paar Fragezeichen auf. Er ist der Experte für Digitalisierung, da gibt es gar kein Thema. Aber ihm ist die Bildung dabei auch noch wichtig und das will ich noch herausfinden, was sich dahinter verbirgt. Ich freue mich auf ihn, Dennis Philipsen. Dennis, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, du, also dass du Mr. Digital bist, das habe ich schon verstanden, aber dir ist die Bildung auch ein Anliegen dabei. Genau. Wie matchst du das? Ja, ich bin seit mehreren Jahren als Dozent deutschlandweit aktiv, gerade im Bereich der neuen Berufe, bedeutet also E-Commerce oder halt eben auch für Digitalisierung. Mhm. Und da ist mir halt eben ein Anliegen, dass genau diese Berufe halt eben keinen Stillstand erfahren, so wie es manchmal auch in der Praxis einfach ist, sondern dass auch diese Berufe auch stetig weiter wachsen, weil Digitalisierung ist ein Zug und er fährt. Ja, und er fährt schnell. Und er fährt schnell. Ja, ja. Du jetzt glaube ich, also du bist ja da wirklich im fortgeschrittenen Bereich, also du bist ja eigentlich schon für die verantwortlich, die im Zug drin sitzen. Aber jetzt gibt es ja noch welche, die wissen noch nicht mal, dass es diesen Zug gibt oder sind zumindest noch sehr weit entfernt vom Bahnhof. Ja, das ist wahr, aber denen kann man mindsetmäßig natürlich helfen. Ja. Manche denken ja, nur weil sie diesen Zug vielleicht verpasst haben, dass man gar nicht mehr mit aufspringen muss. Mhm. Ja, oder man sagt, der ist jetzt schon ein bisschen weiter weg, brauche ich nicht mehr. Ja, oder sollen die Jungen das machen? Ja? Mhm. Und da kann ich einfach nur sagen, mindset-technisch, bitte mach das nicht, sondern versuch diesen Zug zu bekommen oder den nächsten zu nehmen. Mhm. Weil das bedeutet keinen Stillstand und ohne Stillstand können wir weiter wachsen. Ja, und ich glaube wirklich, es kann ja dennoch jeder machen. Der Fatalismus ist falsch angebracht, vermute ich mal. Aber ich glaube, viele haben auch schon resigniert, bevor sie sich das Feld angeguckt haben. Ja, ja, definitiv. Und da spreche ich jetzt nicht nur die Älteren an. Es gibt auch Jüngere, die dasselbe Mindset einfach auch teilen. Ja. Wer wäre denn jetzt deine Zielgruppe oder wann könnte man dich denn, also anrufen kann man dich wahrscheinlich eh immer, aber wann würde das matchen? Was bietest du Menschen, dass die sagen können, jo, das brauche ich? Mhm. Ich habe einen eigenen Podcast, da lade ich mir immer Unternehmer ein und die erzählen halt immer direkt aus der Praxis. Die geben ihre wertvollsten Tipps, auch natürlich zum Thema Digitalisierung, so bleibe ich immer up to date. Mhm. Und der nicht halt eben bucht oder der halt eben anruft, der profitiert natürlich auch davon, ne? Von dem Netzwerk, von dem Mindset und natürlich auch von dem stetigen Wachsen und immer aktuell bleiben, auch was in der Wirtschaft passiert. Hast du einen Hack für uns mitgebracht, für Menschen, die sagen, jo, da will ich auch was tun? Ja, wie eben schon mal angesprochen, die Metapher mit dem Zug, bleiben wir dabei. Mhm. Fragt ruhig nach Hilfe oder okay. Seid einfach nicht so, dass ich sage, ich bleibe jetzt im Stillstand, sondern ich suche mir gezielt wirklich die Hilfe, um halt eben weiter zu kommen und nehme auch dann tatsächlich den nächsten Zug, nur weil ich den anderen verpasst habe. Du, und ich glaube wirklich, also ich bin ja selbst schon 25 plus und habe auch teilweise die Augen vor Digitalisierung verschlossen, habe sie dann zum Glück halbwegs aufgemacht und merke, es ist ja ein Irrsinn, was da passiert. Und es wäre ja ein Drama. Ich sehe es ja wirklich als die Frage zwischen Überleben und Nicht-Überleben, das zu tun. Also wenn ich an uns denke, gerade in Corona-Zeiten, Veranstalter, wir sind zweimal Wachstumschampion geworden wegen Digitalisierung. Ja. Ja, also bestandene oder bestehende Systeme lassen sich ja trotzdem kombinieren. Mhm. Und das ist ja das, wo die manchen Leute die Augen verschließen, wie du sagst, und sagen, ich kenne gar keinen anderen Weg oder ich will auch jetzt gar nicht nach rechts und links gucken, weil irgendwie fährt das eine gerade gegen die Wand. Ja. Und da kann man eigentlich ermutigen und zu sagen, disruptive Innovation ist auch die Kombination aus bestehendem und halt eben neuen Innovativen. Du, ich glaube gerade sehr wohl, Gewerbe, Einzelhändler oder sowas müssen ja nicht aufhören, Einzelhandel zu machen, aber können sie ja zusätzlich pushen durch Online-Verkauf. Ja. Ja, absolut. Also wenn sich eins gezeigt hat in Corona, dann natürlich auch Click und Collect. Mhm. Ist auch eine Kombination aus beidem. Ja. Und da musste ich nicht unbedingt komplett digitalisieren, nur um die Sachen bei mir im Laden trotzdem noch abholen zu dürfen. Du, Abschlussfrage, wie siehst du die Welt oder wie siehst du die Innenstädte nach Corona im Zeitzeichen der Digitalisierung? Also ich hoffe, dass wir trotzdem wieder auf die Straßen gehen können und das komplett Menschliche halt eben nicht vergessen.
Ne, und das wäre mir halt eben ein persönliches Anliegen, trotz Digitalisierung, trotz vieler technischen Innovationen, dass wir ein Stück Menschlichkeit in uns behalten und auf die Straßen gehen und uns wieder alle umarmen dürfen. Du, ich glaube, um dieses Schlusswort zu sagen, und du darfst gern bei mir sitzen bleiben, du bist sozusagen mein zeitlich gesehen letzter Gast. Ich glaube wirklich, dass sich die Welt extrem wandeln wird, dass sich Innenstädte wandeln werden, aber dass sie, so hoffe ich wahrscheinlich, nee, das hoffe ich nicht, aber wahrscheinlich sind es ein paar weniger Geschäfte, aber ein bisschen mehr Erlebnis. Ich glaube, dass wir ja Erlebniszentren bekommen, in die wir hingehen, um auszugehen, um zu essen, zu tanzen, natürlich auch zu shoppen, aber um Dinge zu erleben, die wir brauchen. Danke für deinen Input an dieser Stelle. Ich sage danke an euch alle. Ich glaube, Applaus können wir uns alle gegenseitig geben. Ganz, ganz großartige Expertinnen und Experten, ein ganz, ganz großartiges Team. Ich sage danke logischerweise an die Regie hier hinten. Danke an Hamburg 1, danke an unsere MUAs, die Make-up-Artists. Und ich sage danke an dich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder bei Scherer Daily.